Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Freiheit durch Wahrheit. Hier ist Hans-Peter. Heute mit einem, ja, ich sage ja immer spannenden Video, aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn seit gestern ist mein neues Buch im Buchhandel. Das ist jetzt das Video Nummer 164 in meinem YT-Kanal. Und für mich persönlich ist es tatsächlich heute das wichtigste Video, das ich bisher gemacht habe. Es ist, wie gesagt, soweit. Bin selbst ganz nervös gewesen, weil sehr, sehr viel Arbeit und erstaunende Momente dahinter standen in der Recherche. Ich präsentiere euch jetzt gleich erstmals das 4-minütige Video zu meinem neuen Buch mit dem Titel Die Jesusbrüder. Jetzt ist der Titel raus. Dieses Buch ist tatsächlich anders als alle anderen. Das Buch hat auch das Potenzial, sämtliche Ketten dieser Welt durch seinen Inhalt zu sprengen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, denn in diesem unfassbaren Herzensprojekt stecken Tausende von Stunden Recherche. Unzählige Channelings in der Akasha-Chronik, also im Weltengedächtnis, und Rückführungen, die wurden durch Forsten von tausenden alten römischen Aufzeichnungen, Dokumenten und Berichten, zum Beispiel von Tacitus, abgeglichen. Es war und ist alles an Information da, nur etwas versteckt. Man muss wissen, wo man sucht. Und dabei wurden wir geführt. Wir, weil ich nämlich Hilfe hatte, nicht nur von meiner Familie, auch von anderen Medien, durch Medien, die Rückführungen mit mir gemacht haben und mir Informationen zugespielt haben, die mir geholfen haben, meine Recherchen zu erweitern. Es war einfach gigantisch, was dabei alles zum Vorschein kam und aktuell auch immer noch kommt. Und deshalb sage ich immer, öffnet euren Geist für das Undenkbare und zugleich, wenn man es dann liest und sieht, für das logisch Einfache. Dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Es geht, ihr Lieben, um die wahre Geschichte von unserem Meister Jesus. Wer war er wirklich? Wie hieß er mit bürgerlichem Namen? Ich weiß, es gibt viele Spekulationen, auch solche, ob er zum Beispiel in Deutschland oder Österreich wandelte. Wir gehen der Frage nach, wer waren seine Begleiter? Wo wirkte er, wie gesagt, und wie spielte sich vieles wirklich ab? Und vor allem, war er auch schon vorher da in anderen Inkarnationen? Wenn ja, in welchen? War er danach auch wieder da? Und wenn ja, in teilweise welchen Inkarnationen? Ist er wieder da? Mit seinen Gefährten? Und wozu? Begleitet in diesem Buch Jesus seine Familie und Anhänger in vielen Inkarnationen durch das alte Atlantis, Sumer, Ägypten, das Römische Reich, ja, auch bei den Musketieren in Deutschland und in Österreich und an vielen, vielen anderen Orten. Ja, sie waren schon immer da und sie sind auch wieder da. Wir offenbaren die Namen von Jeschua und seinen Aposteln, die wir in den römischen Aufzeichnungen versteckt gefunden haben. Wir begeben uns auf eine unfassbar große Inkarnationsreise. Wir offenbaren, wie gesagt, viele Vor- und Nachleben von ihm und seinen Anhängern bis in die heutige Zeit. Weshalb die Gegenwart zur Rettung der Menschenkinder eine wesentliche Rolle tatsächlich spielt. Denn jetzt wird offenbart und transformiert werden. Es geht um die Rettung des Christusbewusstseins, um das es schon immer ging. Nebenbei erlebt ihr wahre Geschichte, Wissen und Weisheit uralter Kulturen. Und dieser Roman, ja, ich habe es als Roman verfasst, bewusst, ja, weil ihr wisst, die Wahrheit entzieht sich oft der Masse durch Ungläubigkeit, deswegen auch bewusst als Roman, damit ich keine Thesen in den Raum stelle, die man versucht wissenschaftlich zu widerlegen, sondern wir lassen es einfach so stehen. Ich begründe, zeige die Hinweise, zeige die Beweise und ihr wertet für euch ganz alleine und selbst und gleicht das mit eurem Herzen ab
inwieweit und was genau davon der Realität entsprach und entspricht. Wir wollen auch mit dem Buch keinen wirklichen Christen, gläubigen Christen und wahren Gläubigen diffamieren, ihr Lieben, sondern bestätigen. Es geht um die wahren Lehren von Jesus. In einem Channeling gab er auch sein Einverständnis dazu und es könnte tatsächlich ein sehr wichtiger Roman werden. Leute, was wäre denn, wenn der Schauplatz der Geschichte um Jesus, Maria und Josef sowie der Apostel nicht dort gewesen wäre, in dem es beschrieben wird? Was ist, wenn es in Europa wäre oder vielleicht sogar in Deutschland und Österreich gewesen wäre? Immerhin befindet sich einige hundert Meter von der 12-Apostel-Zeche, dem Urchristentreff, auch der Ölberg. Naja, was wäre, wenn sich die Geschichte um ihn völlig anders abgespielt hätte und er Nachkommen zeugte, die Könige wurden und deren Erben bis heute wirken? Was wäre, wenn er selbst kaiserlichen Geblüts gewesen wäre? Dem gehen wir nach. War das so? Was wäre, wenn sich alle lichten Seelen um Jesus für unsere jetzige Zeit wieder verabredet hätten, um sich zu finden? Und zwar, um am Schicksal der Menschheit zu spinnen. Um der Menschheit das heiligste Geschenk des Kosmos zu bewahren, welche die andere Seite versucht zu zerstören. Wenn das Geschenk des göttlichen Funkens in uns und das Geschenk des Christusbewusstseins vernichtet werden würde, dann wären Milliarden von Seelen endgültig verloren und in die Finsternis gerissen. Aber dazu wird er nicht kommen, wird es nicht kommen. Ihr wisst ja, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut war, war es noch nicht das Ende. So, jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Jetzt kommt das Video direkt hinten dran, der Trailer zu meinem neuen Buch. Schaut es euch einfach an, geht 4 Minuten. Seid gesegnet und gelichtet, ihr Lieben. Und jetzt geht's los.